Hallo, liebe Freunde des gepflegten Aufbauspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Anno 1800 Closed Beta. Ich bin gerade wieder im Livestream und nehme es parallel auf. Ihr kennt das Spiel ja schon. Und wir müssen mal hier zu unserem Lauchheim springen. Achso, ich will mal mit WASD die Kamera bewegen, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und es geht weiter. Ich hatte beim letzten Mal, gerade am Ende, als ich schon den Stream aus hatte, wollte ich speichern und habe nirgendwo gefunden, wo man speichern kann. Und habe dann erstmal ein bisschen Kacke gemacht und habe dann nochmal 5 Minuten nachspielen müssen. Also die Police Station ist gebaut. Ich glaube, ich habe nichts weiter übersehen. Wir hatten ja hier drüben auf unserer zweiten Insel noch eine weitere Hopfenfarm gebaut. Flagship ready for orders. Und das ist unser Flaggschiff. Wir können mal noch das restliche Holz auf die Insel packen. Flagship awaiting instructions. Und dann schicken wir es weiter hierhin. Okay. Jetzt muss ich mich mal kurz reinfitzen. Hey Phantom, ich grüße dich. Was war denn unsere Zielstellung? Genau, wir wollten Bier für die Happiness hier. Und dafür hatten wir ja Hopfen angebaut. Und hatten hier noch weitere Grain, also Getreide. Und wir hatten... Das war's, glaube ich, oder? Genau, hier haben wir das Madhouse. Und das hier müsste... Nee, das ist die Trade Union. Das ist die Bakery. Far be it from me to bank on gossip. Ach, die ist schon wieder sauer mit uns, warum auch immer. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Eine Brauerei. Ich glaube, die hatten wir hier unten am Hafen gebaut, ne? Ist es das hier, die Brauerei? Ja, genau. Die läuft auf 83%. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, müssen wir... Missing Satisfaction 10%, Missing Residence. Müssen wir wirklich alles hier erfüllen, damit die aufsteigen wollen? Weiß das jemand? Bin ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht so sicher. Sie brauchen eine Schule und hier wollen sie Seife haben. Wir machen gerade 970 plus. What the hell? Was ist denn hier los? So eine Schule, die könnten wir... Moment mal, wir könnten, was ich mal probieren will... Passen hier welche... Oh ja, perfekt. Das ist genau das, was ich vorhatte. Und dann zack. Und zack. Und die Schule, wie groß ist die denn? Das ist die Schule. Die könnten wir hier hinsetzen. Dafür müssen wir aber die Häuser verschieben. Hallo? Ey. Painflix Pickett, healthy on his protest. If some silver spoon stiffs want to deny us that, nee, we'll take them shiny spoons and shove them. Ah, Mist, das reicht nicht. Wir müssen auch die Häuser noch verschieben. Das ist natürlich nicht so geil. Komm mal her. We all like a nap in the Hallo, Schaf. Gibt es große Unterschiede zu 1701? Oh, Luckvieh, das kann ich James ehrlich gesagt... Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich 1701... Das ist schon zu lange her. Das ist schon zu lange her. So, jetzt müssen wir mal hier... Don't even mind the neighbors. So. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben sie alle eine Schule hier. Das ist nice. Und guten Abend von Leon. Danke für dein Loot.
Oh, sie mag uns, obwohl wir sie ihr fünfmal verwehrt haben, irgendwie auf eine Insel zu siedeln. Das ist geil. Und warum nehmen die sich diese kleinen Insel? Was hat's damit auf sich? Die dicke Frau hat ja auch schon hier so eine kleine Insel genommen. Ich frage mich, warum? Was ist der Hintergrund? Was ist an den kleinen Inseln so attraktiv? Ich meine, hier gibt es Paprika, Wein und Hopfen, aber die ist halt pups klein, die Insel. Copper gibt es hier, also Kupfer. Hier gibt es nur Clay. Das ist die Lord Helmchen Insel. Und sie hat hier auch Kupfer, okay. Kupfer haben wir ja nicht auf unserer Insel, auf unserer Hauptinsel. Dafür haben wir auf Lauchheim Öl, was wir halt leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht brauchen und auch in der Closed Beta nie brauchen werden, soweit ich... Ach, wir haben auf unserer zweiten Insel auch Kupfer, okay. Okay, gut. Wann? Sie hatte Bunyan, silly Orncoot. So I says, keep your feet in health or you can't work and your six little mouths will go hungry. Get hungry. Ich habe heute übrigens meinen Hawaii-Kaffee hier drin. Der schmeckt übrigens sehr lecker. Okay, upgraden können wir die immer noch nicht. Wie sieht die Lage bei der Schnapsfront aus? Saufen die hier wieder alles weg? Schnäpschen. Oh, jetzt wird noch am Sinken. Hey, Shadowkan. Grüße nach Lauchheim. Danke. So, die Arbeit. New Unionism is our future. Us filings. Ich hab schon zu viel am Schnapsglas geschnüffelt. The rattle of the workers. Freedom and equality for all. Ja, ja. Kronkstürme, das hast du vielleicht irgendwas komisch eingestellt. Normalerweise findet man relativ schnell Inseln. Also die arbeiten hier alle auf 100% schon. Müssen wir noch eine weitere Kartoffelplantage bauen? Boah, echt jetzt? Was brauche ich denn für Seife? Seife, hier. Schweine. Hallo André. Schweine für Seife. Kann mir jemand den Zusammenhang bitte erklären? Production Goods Tallow. Was ist das übersetzt? Und daraus wird Seife gemacht. Es klingt auf jeden Fall eklig. So 1:1. Talg und Fett, okay. Ii. Irgendwie klingt das ekelhaft. Das heißt, wir brauchen zwei von denen, um eins von denen zu bewirtschaften. Okay. Schweine haben wir ja hier schon mal. Die Frage ist, wo wir breiten uns einfach in die Richtung weiter aus. Das ist eigentlich okay. Ist auch schon 200 Jahre her, ja. Was ist das? Das sind Schäfchen, glaube ich, ne? Dann können wir neben die Schäfchen eigentlich die Schweine bauen. Ach, die Schweine wollen wieder fünf. For all seasons. So, 1, 2, 3, 4. Ceasefire has ended. Ich überlege gerade, was jetzt hier effektiver ist. Das geht leider nicht. Game saved. Das ist ein bisschen blöd. Können wir das... Hier verlieren wir aber auch Fläche. Warte mal. Wir machen das mal anders. A farm. We know fields. Ja, ja. Entspann dich. One final look. Ach, schon wieder eine Zeitung. Oh, impeccable timing, as always. The Promised Land. Settlers arrive in numbers to Lauchheim. Its illustrious doors opening to reveal a shimmering utopia. Of course, if they lived here, they
They note not to expect that, but still growth is... Okay. Riot Chance minus 5%. Police Station Happiness und... Das mit dem Frieden interessiert uns nicht. Dann könnten wir noch mal ein bisschen ausgeben. Tax Income. Ah ja, komm her. But you can't just... Doch. I mean, you can't leave it unedited, of course. Doch, kann ich. Kann ich. Anything else? Then I'll send it out. Yeah, send it out. Ja, die Inseln siehst du auf der Map, Kongsturm. Sobald du eine Insel siehst, wird die aufgedeckt. So, nochmal. Mach mal hier dieses Rendering Works. So, und ich glaube, wir lassen das mal laufen, aber ich vermute mal, wir brauchen... It's all an illusion. Everything. Was ist denn mit dir falsch? Aber ich denke mal, wir brauchen noch mal ein zweites Schweine und noch eine weitere. This is the way the farmers ride, hobbledy-hoy, hobbledy-hoy. This is the way the farmers ride, hobbledy-hobbledy-hoy. Hey! Warum arbeiten die nicht? Weil sie keine Schweine haben. Könnt ihr mal Schweine produzieren? Ah ja, da geht's schon los. Nein, die Schweine müssen dahin. We've run out of cabins. Warum bringt die Schweine jetzt zum zum Warehouse anstatt hierhin? Look sharp, the governor's here. Look sharp, the governor's here. What the hell? Hey Manuel. So, die werden auf jeden Fall bei 100% hier arbeiten. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Wie viel Geld haben wir? 22.000. Ich würde gerne mal bei ihm nachgucken. What a jolly, jolly surprise. Was gibt's denn hier? Power Loom. Affect all clothes industries. Kostet mal eben 77.000. Roffelmau. Ach so, ja, ja. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte, ach so, genau, ich wollte gucken. Wir hatten ja hier so ein... nee, hier, Trade Union. Das Teil, Effekt, Soap Factory, hier, genau, Rendering Works und Dynamite. Wir müssen das hier drüben reinbauen, scheiße, wir müssten hier noch eine weitere Trade Union bauen, damit wir hier das pushen mit dem Teil. Das frage ich mich auch, Phantom. I love the smell of dew. 20%. 68%. So, und hier haben wir das Problem. Hier ist Stau. Wir müssten die Hütte eigentlich mal ausbauen. Hey, Horst, ich grüße dich. Ja, hier ist wirklich permanent Stau irgendwie. Hab meine Uhr heute zu Hause liegen lassen, hatte kein Urheberrecht. Oh Gott. Warum kriege ich gerade keinen Loot-Sound mehr? Game save. Der Loot-Sound kam doch vorhin noch. Ich habe den noch extra getestet. Naja, egal. Muss ich dann mal machen, wenn die Folge vorbei ist. Lass mich mal, ich glaube, ich baue jetzt hier mal noch einen Weg hin. Das ist aber auch nicht so geil. Wir müssen mal gucken, dass wir hier platztechnisch irgendwie... Wie mache ich denn das am effektivsten? Ich würde ja gerne auf jeden Fall noch eine weitere Kartoffelfarm bauen, weil ich glaube, die sind schnapstechnisch
wird das nicht besser. Lass mich mal hier da. Kartoffeln. Und aber vorher brauchen wir, glaube ich, noch Schweine. So, hier. Fahren wir mal dorthin. Und dann. André! Dönergeld, lass es dir schmecken. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Warum kommt mein Hype nicht? Jetzt kommt mein Hype. Dankeschön, André. Vielen Dank. Vielen Dank. Dönergeld. Ja, Mebok, stimmt. So, haben wir jetzt 5? Ja, haben wir. So, dann können wir nämlich... Seife. Dann können wir hier noch so ein Teil bauen. Und für die Schnäpse bauen wir hier noch ein Kartoffelteil. Dönergeld. Ey, da fällt mir so eine geile Story ein, weil bei uns... Ich arbeite ja bei uns in der Innenstadt und da gibt es halt so ein großes Einkaufszentrum, wo es auch einen Haufen Fressläden gibt, so fürs Mittagessen. Und wir gehen meistens zu so einem Asia-Ding. Und daneben ist aber ein Dönerladen. Und da ist, an diesem Dönerladen ist mittags immer eine mega Schlange. Das ist, wir fragen uns immer, warum die Leute alle so viel Döner essen, aber, ja, pff. Ist das jetzt... Okay. Also nicht das... Ich esse auch gerne Döner, aber ich frage mich, wie viele Leute zum Mittagessen scheinbar mal Döner essen wollen. So, noch eine Schnapsbrennerei. Und das Teil hier braucht Schweine. Okay. So, und jetzt müssen wir mal noch eine Trade Union. Das ist, was ist die Trade Union? Marketplace. Small Warehouse. Ach, hier. So eine Scheiße, wir müssten's. Ich finde das mit diesem Overlapping Radius ist so bescheuert. Ja, sei es drum. Wozu können wir denn die Gebäude verschieben? Genau, und jetzt, liebe Freunde, holen wir uns nämlich von hier. Nein, ich will das nicht verschieben, das Gebäude. Holen wir uns von hier das Teil. Und packen das da rein. Und damit pushen wir nämlich hier die Seifenproduktion. Soap Factory, Rendering Rocks und Dynamite Factory. Das ist perfekt. Damit arbeiten die hier richtig krass. Das Problem wird sein, dass wir nicht genug Schweine haben. Döner macht schöner. Den Spruch kenne ich, ja. André, was geht ab? Auf in den Asia-Laden, da musst du nicht anstehen. Lol. Vielen Dank nochmal für die weiteren 5 Euro. Vielen Dank für die Unterstützung. Okay. So, jetzt haben wir ja eigentlich... Wish I had something to complain about. Ja, genau. Er wünscht sich, dass er irgendwas hätte, wo er sich drüber beschweren könnte, die Pfeife. Oh, geil, die können aufsteigen. Was brauchen die denn dafür? Oh Gott, die brauchen sogar Stahl dafür. You reached a new milestone. Fine craftsmanship. The age of... Seductive charts bury my desk. Okay, a new expedition is available. Seductive charts bury my desk. Da können wir jetzt bestimmt die neue Welt segeln, oder? Discovery Expedition. Game save. Ist das der Schwierigkeitsgrad? Unclaimed Territories have.
Horst! Vielen Dank! Vielen lieben Dank für McDonald's. Ah, da kann ich aber schon viel bei McDonald's kaufen, würde ich sagen. So, okay. Also nochmal Horst, danke, danke. Das Mittagessen für nächste Woche auf Arbeit ist gesichert. Definitiv. Pity the workers. When I think of their dreary struggle, I know how fortunate. Kann das Spiel bitte mal pausieren, wenn ich mir das hier durchlese? Rumors about unclaimed territories have spread. We should investigate this ahead of our competitors. Captain's recommendations. Rations are vital for our crew morale. Okay, also Ration. Was steht hier? It seems likely we will encounter diplomatic challenges on the expedition ahead. Okay. Highly likely this area of the world is completely unknown to our sailors. We should prepare for some difficult navigation. Okay. Fourth likely. We ought to make sure to have plenty of manpower. If trade agreement between competitors has ended. Oh. That in ahead are to be lived. Ja, das mache ich später mal. Nicht jetzt. Die Totenköpfe sind der Schwierigkeitsgrad, okay. Auf zur Nachtschicht, Horst. Na dann, eine gute Nachtschicht. Lass dich nicht ärgern und trotzdem viel Spaß auf Arbeit. Ich hoffe, also egal, auch wenn Freitagabend ist. Haust da rein. Und danke für die 10 Euro. Hallo Sturmei. Kann man das später nochmal neu starten? Wo muss ich denn da draufklicken? Ist das hier Warnings, Notifications? Ach hier, Expedition. Okay. Okay, 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 okay. So, das sind die hier jetzt. I seesaw between have and have not. Content Artisan. Okay, wie kann man das übersetzen? Kaufleute? Und was wollen die haben? Die wollen canned food, die wollen Dosen essen. More than reasonable, I'd say. André, was? 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 Vielen Dank. Ist lieber was Gesundes. Oh Gott, ich esse doch gesund. Alter Falter. Jungs, trinkt ein Bier von eurem Geld. Dankeschön. Was will er jetzt hier? Er will... Hallo? Spring in our cable. Ich konnte es nicht lesen. Okay. Da war ich leider abgelenkt. Ich weiß nicht mehr, was er mir angeboten hat. Ist er jetzt sauer auf mich? Ne, Roots will ich nicht. Ich will zur Diplomatie. Oh, er ist bei 38. Ich habe ihm aber auch gar nichts getan, ne? Higher Citizen Level, minus 3. Relationship, Detroit, Overtime. Okay. Also sie ist die Einzige, die mich toll findet. Schon dabei, na dann lass es schmecken. Shadowkan, keine Ahnung. Aber ich habe ja Kaffee hier, das ist gerade nicht das Problem. Wie kann ich mit ihm jetzt hier mich wieder gutstellen? Also was muss ich tun? Ich kann ja bei ihm auch keine Sachen kaufen, oder? Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, das ist er hier oben. Er müsste das sein. Look at that majestic building. Genau, ich habe kein Trade-Abkommen. A wibbly wobbly welcome. Aber vielleicht kann man ihm ja eins anbieten. Vielleicht mag er das ja. Komm mal her. Game saved. Treaties. Ach hier, Treaties. Was kann ich ihm denn geben? Request trade rights. A fire broke out. Okay, bei uns brennt's. Hier, wir machen mal Non-Aggression Act. Sorry, old stick. Smells like cobblers. Das will er nicht haben, okay. Trade rights? You're trying to pull a wool over my ears. Will er auch nicht. Ja, pff, dann kann ich es auch nicht ändern.
Wenn er nicht will, dann irgendwo. Oh, hier Brett. Wo ist die Feuerwehr? Feuerwehr ist schon unterwegs. Haben wir nicht noch eine zweite Feuerwehr? Wo sind die? Wir haben noch mehr. Hier ist noch eine. Ach, die löscht von dort. Okay, cool. Na dann, würde ich sagen. We need talents like you on the stage. Wie jetzt? Jetzt kommt er wieder an, oder was? Was ist das für ein Typ? Ich würde sagen, ich beende hier die Folge, die ich gerade aufnehme für heute. Okay, da kommt nochmal Horst reingekrätscht. Horst, vielen Dank. Vielen Dank für die 2 Euro. So, wer das Let's Play schaut, die Folge ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns dann gleich zur nächsten Folge wieder.